Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es Zeit, dass ich dir zeige, wie ich mein Kaffee-Commercial gedreht habe, und zwar für Coffee Circle. Die sind auch gleichzeitig die Sponsoren dieses Videos. Vielen Dank und Grüße gehen raus. Und heute möchte ich dir zeigen, was es alles braucht, um so ein Commercial zu drehen, beziehungsweise wo auch die Schwierigkeiten sind, wenn du sowas mal ausprobieren möchtest. Ich würde sagen, wir fangen an und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Natürlich brauchst du als allererstes Kaffeebohnen für deinen Videoshot, weil ohne Kaffeebohnen geht's natürlich nicht. Im Idealfall hast du verschiedene Varianten, damit du verschiedene Möglichkeiten ausprobieren kannst. Ich hatte hier das Glück, dass Coffee Circle mir verschiedene Kaffeesorten zur Verfügung gestellt hat, die dementsprechend auch andere Labels von drauf haben. Das heißt, ich konnte ein bisschen experimentieren, welche Farbe passt besser zu meinem Look, beziehungsweise was ist besser sichtbar. Ich habe mich dann am Ende für die helle Variante entschieden, für dieses Beige. Das seht ihr jetzt auch hier vorne ganz links, das ist diese hier, weil du die am besten im Video sehen konntest und zu meinem Look am besten das Ganze gepasst hat. Du brauchst natürlich keine frischen Bohnen, du kannst sowas auch mit alten Bohnen machen, die du noch rumliegen hast oder von anderen Herstellern, das siehst du im Video nachher nicht, aber ich wollte das Ganze gerne so authentisch wie möglich haben und habe mich dann darauf beschränkt, wirklich nur die Bohnen zu verwenden, die ich von Coffee Circle zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da geht's los, die erste Schwierigkeit besteht schon mal darin, im Vorfeld zu überlegen, wann du welchen Shot machen möchtest, denn wenn du die Kaffeepackungen aufschneidest oder aufreißt, dann kannst du gewisse Shots nicht mehr machen, und für einige Shots wollte ich gerne zum Beispiel zeigen, wenn alle Packungen noch geschlossen sind. Nachdem ich dann geklärt hatte, welchen Look ich haben möchte und wie das Ganze gedreht werden soll, wusste ich dann, wann ich die Packung öffnen darf und wann nicht. Und als erstes hatte ich die Idee, gleich zu Beginn des Videos zu zeigen, wie die Kaffeepackung durch die Luft fällt und beim Aufprall auf meinem Tisch die Kaffeebohnen herausfallen. Das war gar nicht so einfach, denn ich musste das Ganze so matchen, dass es sich nicht nur dreht, sondern dass du jederzeit das Label erkennen kannst und zum anderen, dass der Aufprall auch authentisch aussieht. Das war gar nicht so einfach, ich brauchte etliche Versuche, um das Ganze so ins Bild zu bekommen, wie ich es haben wollte, aber ich habe es natürlich am Ende hinbekommen. Der Aufbau war aber recht einfach, also ich hatte mir auf meinem Tisch ringsherum Handtücher hingelegt, um das Ganze ein bisschen zu präparieren, wenn denn die Bohnen rausfallen, dass sie nicht auf den Fußboden fallen. Ich wollte sie auch noch weiterverwenden können. Und dann hatte ich nach einigen Shots dann den Shot im Kasten und ich glaube, das Ganze ist ganz gut geworden. Natürlich habe ich das Ganze mit einem Stativ gefilmt, damit ich Ruhe habe am Set, damit ich auch wirklich die Einstellungen immer wieder reproduzieren kann und nicht Gefahr laufe, immer wieder einen neuen Bildausschnitt zu haben, sondern das so anpassen kann, damit es auch von vornherein passt. Die eigentliche Herausforderung beim Dreh lag aber hinter mir, und zwar bei der Espresso-Maschine. Du musst dir vorstellen, der Espresso läuft keine Minuten lang durch, damit du deine Videoaufnahme immer wieder schnell wiederholen kannst, sondern ich musste versuchen, den Schwenk innerhalb von weniger Sekunden in den Kasten zu bekommen, damit ich nicht schon wieder einen neuen Espresso-Shot ziehen muss und dementsprechend wieder warten muss. Das Ganze wird dann sehr langwierig und auch schwierig aufwendig, deswegen habe ich versucht, maximal 2 bis 3 Shots anzusetzen, um diese Szene in Kasten zu haben. Es ist mir gelungen, beim zweiten Shot habe ich hinbekommen, aber es war gar nicht so einfach, weil ich wollte das Ganze aus der Hand filmen, ohne Gimbal, ohne Stativ, damit das Ganze eine ganz coole Bewegung hat, damit ich meine Bewegung drin habe, die vielleicht auch nicht ganz üblich ist. Aber es ist schwierig, also wenn du es nachmachst, du wirst wahrscheinlich einige Shots brauchen, um dann darauf klarzukommen. Und was dir besonders hilft am Dreh, das ist natürlich das Abdunkeln und das gezielte Licht einsetzen. Ich hatte hier in dem Fall einen Falthintergrund eingesetzt mit der schwarzen Seite zu mir im Bild und hatte mit einem Videolicht gearbeitet, dass ich sozusagen den Bereich beleuchte, den ich gerne im Video sehen möchte, und der andere Bereich ist dann schwarz und sozusagen ausgeblendet. Das macht dir das Leben ungemein einfacher, hilft dir wirklich sehr an der Steuerung im Bild, was du zeigen möchtest und was eben nicht gezeigt werden soll. Und das Ganze kannst du aber auch mit einfachen Lichtern machen. Also du kannst dafür ein LED-Licht zum Beispiel nehmen, du kannst auch ein Ringlicht dafür nehmen. Das muss kein Studio-Profi-Licht für mehrere tausend Euro sein. Da reichen auch die günstigeren Varianten, weil zum einen möchtest du punktuell nur beleuchten, also keine große Halle ausleuchten oder mehrere Personen. Und zum anderen kannst du deine Lichter auch mehrfach einsetzen. Das heißt, wenn du 1, 2, 3 LED-Lichter hast, kannst du viel besser akzentuiertes Licht setzen als mit nur einer großen Videoleuchte. Also daran solltest du auf jeden Fall denken, wenn du das Ganze nachmachst. Das Ganze habe ich natürlich am Rechner dann zusammengeschnitten, habe das Ganze alles in Full HD aufgenommen, nicht in 4K.
Du siehst am Ende keine großen Unterschiede, wenn du das Ganze in 4K wieder rausgibst. Nur beim Reinzoomen siehst du dann schon ein paar Unterschiede, wenn du von Full HD reinzoomst, beziehungsweise wenn du den Vergleich zu 4K hast. Ich habe das Ganze in Full HD aufgenommen, weil meine Kamera Slow Motion 120p anbietet bei Full HD. Und das Ganze habe ich dann hier wunderbar einfach in Final Cut geschnitten. Schwierig war natürlich beim Dreh das Ganze mit den Drehbewegungen auch gut einzufangen, weil da gibt es Schwierigkeiten, wenn du keinen Slider hast. Wenn du einen Slider hast und kannst, oder wenn du einen Gimbal hast und du programmierst das so ein, dass die Kamera quasi von selbst, von deiner Steuerung her sich dreht, dann ist es ein bisschen einfacher reproduzierbar. Wenn du aber das Ganze aus der Hand heraus drehst, hast du immer wieder eine neue Bewegung, wenn du das machst. Egal, wie sehr du dich dabei bemühst und anstrengst. Das kann tricky sein, das kann aber auch dafür sorgen, dass du eine geile Perspektive hast, die so mit einem Gimbal oder mit einem Slider nicht gerade möglich gewesen wäre, wo ich in die Szene so reindrehe. Das habe ich 2-3 Mal gemacht, dann hatte ich das im Kasten. Also da einfach den Fokus auf manuell setzen und das Ganze 2-3 Mal machen, dann sollte das eigentlich schon ganz gut funktionieren. Ich habe das Ganze übrigens mit meiner Sony gedreht, die habe ich jetzt, die Canon, und zwar mit der Festbrennweite, mit dem 28er, und habe das Ganze alles aus der Hand gemacht, nichts, wie gesagt, mit Stativ oder Gimbal. Und ich mag das, ich mag es so zu arbeiten. Klar, es gibt auch Gründe, einen Gimbal zu verwenden, aber manchmal kann es dann auch mal aus der Hand gemacht werden. Und gerade da hast du manchmal sehr, sehr coole Perspektiven, also probier das unbedingt mal aus. Ja, und im Edit, wie gesagt, habe ich mir dann überlegt, wie schneide ich das Ganze zusammen. Wie du hier siehst, habe ich mir hier die Kaffeetüte so hingelegt, dass dann auch die Kaffeebohnen rausfallen, wenn sie aufkommt, und ich dementsprechend gleich dann so schneide, dass ich nicht so lange warte im Dreh, bis die letzte Bohne aufhört, sich zu bewegen, sondern das Ganze sollte so gemacht werden, dass du quasi immer eine Bewegung im Bild hast. Das war mir ganz wichtig, genau. Hier kommt nochmal der Schwenk, also wunderbar schwer, das Ganze so zu drehen, dass du während der Kaffee durchläuft auch noch eine Bewegung im Bild hast, und dann war der Rest eigentlich dann ganz easy. Das war noch ganz cool hier. Am Ende, als ich so reingeslidet bin, zu den Kaffeetüten so hin, das Ganze habe ich mit einem ganz einfachen Trick gemacht. Und zwar habe ich unter meine Kamera ein Küchentuch gelegt und bin auf meinem Tisch quasi herumgeslidet. Also auch wieder ohne Slider, nur auf der Hand, habe die Kamera so schräg nach oben gehalten. Ist ein bisschen tricky, weil du darfst dich nicht bewegen, du darfst die Kamera quasi nicht irgendwie zittern lassen. Das ist ein bisschen schwierig, aber das geht, wenn du das 2-3 Mal gemacht hast. Und das Tolle ist, hier kannst du wirklich lange, lange drehen und immer wieder üben. Hier läuft kein Wasser, hier fällt keine Kaffeebohne herunter. Die Tüten stehen, wo sie stehen, und dementsprechend kannst du auch ein paar Mal probieren, bis du den Dreh dann quasi im Kasten hast. Also das fand ich ziemlich geil, hat Spaß gemacht, war dann aber auch recht easy, muss ich sagen, zusammenzudrehen. Und am Ende nochmal der Schluss, genau hier wollte ich auch so rausfahren aus der Szene, auch wieder aus der Hand gefilmt. Und das war auch gar nicht so einfach, das war tricky, weil ich wollte dann am Ende den Fokus zum Schluss erst auf diesen 3 Kaffeepackungen haben und dann auf der Tasse, bevor die Szene zu Ende ist. Und auch hier musste ich im Vorfeld bedenken, die Kaffeetüten noch geschlossen zu halten, damit ich nicht in der letzten Szene angebrochene Kaffeetüten zeige, sondern ich wollte das Ganze aufgeräumt zeigen, ordentlich zeigen. Und die unversehrten Tüten mussten natürlich dafür dann hier stehen. Aber klar, das geht, wenn du das im Vorfeld weißt und planst und dir dein Storyboard schreibst, dann weißt du das, dann kriegst du es auf jeden Fall hin. Ich hoffe, wenn du das Ganze nachmachst, denkst du daran, schreibst im Vorfeld auf, was du wann wie drehen möchtest. Wenn dir diese Art von Tutorial gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben hier. Wenn nicht, 2 Daumen nach unten, ist klar, versteht sich. Nein, wenn ihr Ideen dazu habt oder Fragen, schreibt sie mir gerne unter dieses Video. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.